So, herzlich willkommen zurück zu Doom Segir. Also, Call of Doom Segir Ultimate. Episode 5, Map 1. Ja. Eine Map, wo wir uns erstmal schön mit Silent-Waffen vorantasten werden. Einfach because it macht Sinn. Weil sonst spawnen sie uns hier gleich den Arsch zu. Nein, da. Was? Die ist von den Tropfen rein? Arschlöcher, gut, dann bringt das doch nichts. Dann machen wir einmal kurz Krawall und locken alle an. Kommt her! Kommt, Mama! War's das schon? Na gut. Hör mal diese Lost Souls, Alter. Ja, ich weiß, die blaue Perle bringt uns eigentlich noch gar nichts. Aber ich will trotzdem schon mal hier rein. Weil wir von hier aus besser diesen Cyberdemon da abschalten können. Den da Typen da. So. Dankeschön. Und das Schöne ist, wir können noch mal in das Secret reingehen. Ist ja immer noch offen. Und das wird dann die blaue Perle später holen. Bei Bedarf. Also diese Atmosphäre hier, leckt mich am Arsch. Wenn man sich mal vorstellt, das Ganze hier. Vanilla Doom. Da merkt man mal, wie viel eigentlich mit Doom möglich ist. Da merkt man auch wieder, ne, hat sich glaube ich schon mal erzählt gehabt, dass wenn man so eine Weile Doom spielt, ne, dass man extrem enttäuscht von Vanilla Doom wird, weil die Vanilla Engine, diese Vanilla Doom Engine, konnte Sachen, die in den Maps, die damals entwickelt wurden, überhaupt nicht ausgenutzt wurden. Ja, wenn man mal bedenkt, Back to Saturn X1, Back to Saturn X2, also Episode 1 und 2. Digga, das Ding läuft auf Vanilla Doom. Und die Maps sehen so unendlich geil aus. Ja, da sieht man mal, was eigentlich mit der Vanilla Doom Engine eigentlich alles möglich gewesen wäre, hätten sich die Map Designer mal ein bisschen mehr Mühe gegeben. Ich meine, die haben schon einen geilen Job gemacht, vor allem für die damalige Zeit. Aber wenn man halt so drüber nachdenkt, was möglich gewesen wäre. Aber daran merkt man, egal wie viel Liebe Entwickler an ein Spiel haben. Und die Doom-Entwickler hatten schon ein bisschen Liebe zu ihrem Spiel, merkt man ja auch. Die Modding-Community ist immer besser, weil die halt wesentlich mehr Zeit, wesentlich mehr Liebe reinsteckt und vor allem halt auch keinen Zeit- und Gelddruck hat. Ne? Die Doom-Engine, also die Doom-Entwickler, die mussten das Ding ja einigermaßen zeitnah rausbringen und die Entwickler von Back to Saturn X, die haben einfach gesagt, jo, wenn es halt ein bisschen länger dauert, ist halt so, wir lassen uns Zeit. Und das merkt man halt auch. Ne, und wie gesagt hier, ne, Doom Segir. Gut, Doom Segir braucht glaube ich eine Limit. Huch, du Ficken! Eine Limit Removing Mod. Port. Das heißt, Doom Segir läuft glaube ich nicht auf Vanilla Doom. Ja eben, genau, läuft auch nicht auf Vanilla Doom. Aber wenn man mal ein paar Details entfernt hätte, ne, gerade hier so
in der letzten Map hat man ja gesehen, diesen Artikeltraum, diese ganzen Muster da hinten, wenn man das einfach mal weggelassen hätte, zum Beispiel, dann würde das auch locker auf Vanilla Doom laufen. So, kriege ich denn eigentlich jetzt Platten? Nee, ne? Kann ich vergessen, aber ich muss auch ein bisschen Schalter drücken. Der Cyber Demon ist mir egal. Lasse er mich in Ruhe, dieser Hurensohn. Ja, so viel zum Thema, ich musste nur kurz vorbei. Fuck. Was denn jetzt? Das war so nicht geplant. Achso, man konnte doch diesen Timer immer noch irgendwie telefragen. Wie war denn das? Muss ich mal kurz gucken? Oh. War das mit dir hingehen? Ja, so war das. Okay. Und getelefragt. Easy peasy. Da hatte ich eigentlich auch noch ein Secret? Oder verwechsel ich das gerade mit der anderen Map? Okay, verwechsel ich schon mit der anderen Map. Cool. Und schon ist das halber die Map weg. Geschichte. Teil des Geschichtsunterrichts. Sehr schön. Ist zum ersten Mal, dass ich selber jetzt hier manuell mal diesen Cyberdemon getelefragt habe. Kann ich bisher halt nur aus Speedruns oder aus irgendwelchen anderen Let's Plays. Was ist das da? Das da? Kann man da reinschießen? Ist das doch ein... Ist das doch ein... Ja, okay, lol. Ah, da war ja doch ein Secret. Na gut, eins, was jetzt offen gesagt nicht allzu viel gebracht hat. Ah. Aber immerhin haben wir es gefunden. Ist ja auch sehr schön. Was ist denn da oben? Das gehört... Ach so. Okay, auch bloß ein Teleporter. Nein! Boah, Alter, ich dachte schon, ich falle hier runter. So, rote Karte brauchen wir, haben wir. Irgendwo so ein Kakodemon? Oder spawn die jetzt noch rein? Ja, die spawnen jetzt noch rein. Und dann ist sie reingespawnt. Alter! Was musst du durch? Alle Römer weg. Gut. Dann lassen wir jetzt kurz die Wände hier runterfahren. Was ist das jetzt? Ah, lol. Ich kann einfach so reinspringen. Ist natürlich auch ein bisschen funny. Also ist hier dunkel normalerweise, ey. Lol. So, können wir noch mal ganz kurz gucken? Nee, wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich da vorne hin. Ist auch egal. Gut, dann würde ich mal sagen, ab ins Ziel.
Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Map wieder zu einer, finde ich persönlich, sehr gelungenen Map. Die hier finde ich tatsächlich sehr schön. Ist zwar auch sehr schwer, aber auch sehr schön, ne? Wie gesagt, gegen schwere Maps an sich, okay, fürs Let's Play vielleicht ein bisschen blöd, wenn man da sehr lange braucht zum Durchspielen, ja. Aber an sich mag ich schwere Maps, wenn die dafür auch schön sind. Einfach nur schwere Maps, die einfach nur kacke sind, wo man einfach mit Gegnern zugemüllt wird und man keine guten, aber das, ich hoffe, man hat mich verstanden. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.